Willkommen bei Benetzi von Amnestiv und wir spielen heute April 86 für euch und wir starten rein in den Rummel. Babam! On the 26th of the April 1986, there was a reactor explosion in the fourth block of Chernobyl nuclear power plant. A tremendous amount of radiation was released into the surrounding environment. All the citizens in the nearby city of Pripyat were evacuated. Many years have passed since that day, but this place stayed the same as it was frozen in time. 25. September 1998. Aus der Stadt Pripyat. Ja, wir kennen Pripyat tatsächlich aus Modern Warfare 1. Legendäre Scharfschützen-Situation. Legendäre Scharfschützen Level. Ne? Ja, you play in the demo version. Ba-ba-ba-ba-ba ist special. Ja, okay. My name is Sergei Chekhovnov. I spent my childhood in the city of Pripyat. It was a wonderful Soviet city with open, trusting people and great potential. My sister and I were raised by our father. Our mother had died when I was 8 years old. Sorrow made us grow closer. And we always took care of each other. Cool, cool. Few know about this. But just a bit before the Chernobyl disaster, kids started going missing in the city. The newspapers didn't write about it at the time. Why whispers about a terrifying maniac give birth to rumors all over the city? Among the missing was my kid sister, Varya. The militia and the search parties were unable to find any leads. It was as everyone who vanished in the city has simply dissolved without a trace. And after the explosion of the plant, no one had any time to search for the children. Everybody was simply too busy trying to quickly deal with the consequences of the Chernobyl disaster. My father died from radiation poisoning. But he go while carrying out his duty. Oh, du Scheiße. After his death, I was taken by my grandparents, who lived in Belarus. Many years have passed since the day of that horrifying tragedy. And Pripyat now exists only in my nightmares. Nightmares in which I tried to rescue my sister from an inescapable death. While creatures with unseeing eyes chase us through the empty streets of a dead city. I continue to drive to plötzlich so österreichischer Russe. I continue to drive these dreams away until the day I found a letter in my mailbox. Nein, das ist Quatsch. A letter without a... Es kommt nicht mehr rein in den Akzent. Schöne Scheiße. A letter without a return address with containing a partially rusted key and a photo of my sister in front of a dead city. The photo was taken after the Chernobyl disaster, which meant it was taken after my city disappeared. Right then, I made the decision to go to Pripyat and try to get answers. I need to understand what happened to my sister and who sent me the letter. Ah, hol ab jetzt! Mann, ich will auch spielen! My friend Dimitri drove me to the city and promised to come back the next day to pick me up. The city in which I had spent my childhood was surrounded by fences and barbed wire. I felt like the city was looking at me and slyly inviting me to walk alone. It's dead, empty streets. Das war nicht gut, nicht gut. Das war nicht gut vorgelesen. Mist. Alter, was für ein lauter Vogel war das bitte gerade? Na, das ist ein schöner Huflattich. So, ich gehe weiter. So, flinken Fuß hat er. I need to look around. I make mark important places and maps so I don't get confused. Okay.
Okay, alles klar. Gut, das sind anscheinend Areale, die meiden muss irgendwie. Die sind zu stark verstrahlt. Dass ich da eine Maske brauche? Kann das sein? Places that had artifacts. Ach nee, doch nicht. Da muss ich anscheinend mal einen Abstecher machen. Okay, gut. Das sieht ziemlich leer hier aus. So, ich bin leider nicht mehr in der Lage, kyrillische Buchstaben zu lesen. Vielleicht steht hier in allen vier Ecken muss Freundschaft drin stecken. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. So, okay. Können wir die Leiter hochsteigen? Ja, ein krasser Typ. Brauchen dazu nicht unsere Hände. So, okay, was haben wir hier? Haben wir Taschenlampe? Nein, doch haben wir. Oh, was haben wir, ein Frontstrahler? Wunderbar, na so wünsche ich mir das doch mal ein Spiel. Schön. Okay, was haben wir hier? Was haben wir da? Nein. So, jetzt. The medicine cabinet is locked. Probably the keys is nearby. Okay, alles klar. Vielleicht finden wir den Schlüssel also hier irgendwo in der Nähe für den Medizinschrank. So, was haben wir da? Das ist Captain Subkutan oder wie? Das macht mir Angst. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. So, kriegen wir die Tür auf? Nein, kriegen wir nicht. Ja, das geht. Sieht schlecht aus. Muss ich eventuell eine Etage tiefer schauen? Oder vielleicht hier irgendwo hinter? Nein. Auch nicht. Nee. Okay, dann würde ich mal tatsächlich kurz mal auf der Leiter runterflitzen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht so hastig hier mit den jungen Pferden. Was, was? Ach, bitte nicht. Was ist das? Sind wir nicht allein? Was ist das? Hey, is anyone here? Is anyone here? Hello? Niet, niet, niet. Scheiße. Citram und Temels. For headaches. Okay, also wir haben hier... Na los, nimm sie doch. Achso, kann sie nicht nehmen. Das ist aber blöd. Was war das für ein kleiner Kopf? Für ein kleines Kopfkind. Kind, was ist hier gelaufen? Hä? Ich geh hochgucken. Oh, ey, bitte lass doch jetzt nicht alle Furznase diese Lampe so abkacken, Alter. Das ist nicht cool, nicht cool. So, okay. Gut, wir laufen weiter. Wir schauen mal. So. Mach mal, das ist wahrscheinlich ein anderer Hall. Der passt hier besser. So, hier in der Niere? Nee, auch nicht drin. Hier ist wahrscheinlich die Tür, die wir von der anderen Seite nicht aufbekommen haben. Und da haben wir nochmal... Ah, what is this? Ah, hier ist der Schlüssel. Und den haben wir genommen. So, hoffentlich können wir jetzt hier öffnen, aber ist ja Quatsch. Können wir nicht öffnen, weil der wird wahrscheinlich für den Medizinschrank sein. So, wir gehen mal raus. In der Hoffnung, dass wir noch raus können. Ja, wir können raus. Wunderbar. Schön. Ah, viel besser. Nicht gerade frische Luft, aber immerhin. So, hoch die Hilo-Leiter. Schade, dass die Musik nur so kurz... Mir ist nicht gut. Mir ist schwindelig. Verdammt. Was ist das für Hase? Boah, ganz schön Unterarm haben wir, Alter. Was ist das für Kanickel? Was? Ist mir direkt unangenehm, Alter. Ist mir mal direkt unangenehm. Oh Gott. Oh. Aber ein schöner Ochsen sind wir irgendwie. Wie mir die Mutter. Ah, okay. Dear son, I got radiation poisoning. And right now, I'm in the hospital. Tomorrow, we're going to be transferred to Moscow for a further treatment.
I can barely find the words to describe what I saw on the station. It was something like a hole that led to another world. I don't know what's happening there, but I'm sure that it wasn't a simple reactor failure. I give this letter to Uncle Misha. It must not fall into the wrong hands. Yesterday, I was interrogated by a KGB agent. If anything happens to me, keep everything that I told you a secret. Don't told anyone about this. Well, this cast is when I'm get back. Say hi to Grandma and Grandpa for me. Sergei, I get better soon. And Red Diffin and I need going to go fishing. Kisses and hugs. Your Papa. Ah, weiß ich nicht. So, taken mal. So, habt ihr das Ding jetzt extra wegen dem Zettel aufgemacht oder was? Ja. So, lassen wir mal schön zu. So. So, okay, na dann, warte mal, wir schauen mal auf die Map. Da haben wir ein Häkchen. Dann nehmen wir mal weiter. Oh, wir sind schon an ihm vorbeigelaufen. Ist mir unangenehm. Gehen wir nochmal schnell hin. Dieses wunderschöne Hochhaus hier. Sieht so einladend aus. Warte mal, ist auch richtig hier, oder? Ja, leider. Schön. Ach, so ein schöner Spielplatz davor. Wunderbar. Das sind aber auch nicht klassische russische oder diese klassischen Ostspielplätze. So, okay, hier ist die Tür offen. Ja, die Platten, das kaut schon eher hin. Das so sah bei uns auch aus damals. Genau, schön alt, so vermatscht, fugt irgendwie. Ja, so was auch. So was. Ah. Okay. Which stage I have to go? Oh nee, Mann, oh nee. Bleib an, Lampe. Das Fiese ist das. Okay. Okay. Wessen Wohnung ist das? Ist das unsere Wohnung? Oh, kurz gleich. Entschuldigung, bitte, aber. Oh Gott. Hallo? Gut. Okay, wir können noch raus. Schön. Nein, ein Telespiel, Alter! Soviet Game Device. Released in 1948. 1984. Ist ja andersrum. Geil, hatte ich auch. Mit so einem Kraken. Und Tennis. War cool. So, ein New Letter. 3. März. 86. Homework assignment. My name is Sergei. Oh. I am 12 years old. And I live in the city of Pripyat. It's just the three of us. Me, my sister Varya, and our papa Anatoly. Varya and I go to school number 2. We love going on antiques and play outside with our friends. Our papa works in an operator at a nuclear plant. He does a very important job. In the past, we have a mama, Svetlana. But 2 years ago, she got sick and died. Varya and I miss her very much. Das ist tatsächlich die Definition von beschreib dich mal in einem halben, auf einer halben Seite. Irgendwie für die Schule. So ist das. Einfach so eine wunderbare Abhandlung, wo man sagt so, braucht keine Sau. So, was haben wir da? Textbook History of the USSR. Eine Fibel wahrscheinlich. Warte mal, konnten wir die nehmen? Nee, können wir nicht nehmen. Get back. So, was haben wir noch? Palatschen, Schlierjacke mit ein bisschen Spinnenweben. Ihr könnt doch mal sauber machen. Oh, my heart is beating so fast. So many memories of this place. Ja, I know. So, ich weiß, was ist das hier immer mit diesen Wandteppichen, Alter? Oh, Matroschka. Eine kleine Matroschka. Hm.
Matroschka. Papa Brot is from Moscow. A seashell. Sea Star. We brought them in Odessa. Okay. Was? Wie? Ah, eine Ratte, Alter. Eieieiei. Das ist mal nicht so schön. Hallo? Is anybody here? In the kitchen? Ah, nein. Ich muss zum Sahne aufschlagen. Wie geil. Ach, schön. Und schön. What? Oh, wie? Oh Gott. Wollt ihr gerade noch den Samoa so feiern? So, okay, Examine. Ah, can of coffee beans. Okay, alles klar. So, Kühlschrank ist Gott sei Dank zu. Bin ich eigentlich recht dankbar für. Oh, was haben wir da noch? Baking Soda. Ja. Oh, ist aber auch. Schüttelt mich. Schüttelt mich wirklich doll. So, was ist das? Also, ihr habt jetzt hier kein Wohnzimmer oder habe ich es einfach noch nicht gesehen? Ja, Biology Textbook. It's great. Okay, 8. Klasse. Oh, was haben wir da? Was ist das? Was ist das denn? So eine Puzzlebox? Oder ist es die etwas futuristische Kaffeemühle? Vom Vati, vom Antolin. Okay, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier irgend... Da sind... Okay. Lass mal sehen, können wir die... Okay, I have to figure out which combination will open this box. Okay, also es geht von der Mitte aus. So, sorry. Aber manchmal muss man einfach einen Stumpf ausprobieren. Und so, genau so sahen die Schlüssel damals aus, die an irgendwelchen Vitrinen und Schränkwänden dran waren. Genau so. Ja. Ich weiß auch ja nicht, völlig sinnlos. Also, weil du hast eigentlich überhaupt kein Barprofil unten dran. Das ist einfach bloß so ein... Das einfach wird abgesenkt irgendwie. Ihr Small Key. Na, dickisch. So. Okay, für... Ach, hey, was haben wir denn da? Na, lass mich raten. Hier können wir den benutzen und... Was haben wir hier Schönes? Aha, ruhiger Stäbchen. Okay, oh, ist hier ein kleines Schulbuch. March 18, 1986. Today, Papa gave me a new dress. I look like very cute in it. All the girls will be so jealous when they see me. But Sergei... Moment, warte mal, ist glaube ich... Ist auch egal. Es wird wahrscheinlich die Schwester sein, die das gerade geschrieben hat. But Sergei got mad because I was the only one who got a present. And he ran off. He's being silly. Today is Women's Day. So only girls are supposed to get presents. 10. Mai. Today... Sergei and I found a puppy, but Papa didn't let us keep him because we already have a cat. So we built a doghouse in a secret place and now we go there to play with him. We name him Barbos. He really liked to eat macaroni with canned meat. Sergei and I feed him before school and the evening after we do our homework. 15. März.
Today we found out that Barbos disappeared and that someone set fire to the doghouse. I cried the entire night and couldn't fall asleep. I'm very worried that something awful has happened to Barbos. But I hope he's alright. Tomorrow I have to go to Antolis. Ach du Scheiße. Yakovlevich to prepare for the Olympia in Bilicic. Für die Olympiade. Ach, okay. But I still cannot get ready. It's good that my teacher lives in the same building. After I finish study with him, Sergei and I will go to search for Barbos. Today I studied with Anatoly Yakovlevich. I really helped me out with my schoolworks. I missed a lot while I was sick. I told him about the disappearance of Barbos and he promised to help find him. I really love my teacher, but today we acted very strange. And warum denn immer der volle Name, Alter? Anatoly asked me not to go out on my own and was saying all the time that horrifying things were happening to the city right now. And to all my questions, he wouldn't answer that all these things are adults to worry about and that adults would take care of them. Aha. So, lass mich raten. Damit haben wir auch hier ein Häkchen. Ah! Oh nein. Nee, bitte nicht. Ja, ist doch, ich komme schon. Möchte ich. Someone is ringing the doorbell. Look through the people. Oh! Oh! Sergei! Oh. Sergei! Open the door! Let me in, bro! Oh! Also ist schon cool gemacht irgendwie. Schüttelt mich ein bisschen. Das ist unangenehm. So, warum sieht er plötzlich aus wie... Wieso? Wie, was ist jetzt Elen hier am Start oder was? Was ist denn? Nee, möchte nicht. Hau ab. Möchte einfach nur raus. Ist das Anatoly? Komm nicht raus. Ach, wie schön. Das ist ja schön. Ist ja schön. Warte mal. Das ist ja toll. Können wir noch weiter nach oben? Exafit ist mir jetzt nicht wohl dabei. Mir ist hier nicht wohl dabei. Na klar. Jetzt kackt die Lampe ab. So muss es sein. Alter, das hat's wirklich in sich hier, das Spiel. Das hat's wirklich in sich und das ist nur die Demo. Das ist nur die Demo. Oh Gott. Oh Gott. No, no, no. Hey, tu mir nichts. Bitte, bitte. Oh, pretty please. In this room, there is a place to hide. Jetzt was? Hier muss ich mich jetzt noch verstecken oder was? Ist hier eine Macke? Oh nee, Alter. Jetzt ich noch so was. Ach, das schöne Fahrrad. So. Zigarettes. Bella Morkanal. Wunderbar. Die lassen wir mal liegen. Zigaretten sind nicht gut. Oh, hey dude. As far as can recall, this is apartment of our Bulgy teacher. Ach, das ist ja wirklich von Anatoly. Die hat ja wirklich an was schön geforscht, der Anatoly. Oh Gott, Alter. Das ist aber wirklich eine ganz, ganz schlimme Schnodderei, was er hier hat. Alter, was hat der hier gemacht? Was hat der denn hier zusammengepflastert? Ah.
Ich meine, wer? Ist es Anatoly? Dessen Name, dessen Nachname ich nicht aussprechen möchte? Oh Gott, kann ich mir jetzt hier, ich möchte mir... Machete? Alter, die sehen alle nicht gut aus. Ich glaube, das hat ihm auch nicht... Oh Gott, oh nein, Alter. Mit einer Säge, Alter, mit einer Säge haben sie ihn. Okay. Oh, krasser Scheiß. Ich habe aus Versehen auf Tab gedrückt. Oh Gott. Panikreaktion. So, na denn, verstecke ich mich mal schnell. So, die Frage ist jetzt, wo ich mich damit durchsägen muss. Ich habe jetzt bloß Bretter gesehen irgendwie und sonst ja nur eine Eisenbügelsäge oder irgendeine Scheiße. Attention, press the button according to the prompts on the screen. Ach du Scheiße. Kein Stress, Alter. Oh nein. Nicht weg, Alter. Er ist einfach, er ist da vorne. Frage ist jetzt, muss ich rausgehen? Mann, Alter, ey, das ist echt, das knechtet mich ein schönes Game. Das ist ja schön. Manu, möchte das nicht mehr. So, lass mich raten, die Bretter sind im Arm. Im Arnus? Ja, toll. Schön. Schön. So, Anatoly ist auch raus. Wunderbar. Ist die Frage, wer hat es von den Bienen geschafft? So, na dann sehen wir mal durch das Ding. 3 Wochen später, ey. Oh, noch weiter zu sehen. Oh, das ist mein Lieblingsholzstamm. There is something creepy in the container. Ja, das kann man wohl sagen. Pack mal ganz schnell wieder zurück, Alter. Magnetic Cards. Magnetkarten, okay, alles klar. Wozu? Ja, das, ich denke auch, dass die Vollversion richtig übel wird. Die Frage ist, Magnetic Cards. Na, 4 vielleicht. Okay, alles klar, hier ist... Ne, warte mal, hier bin ich auch durch. So, hier war Schnodrio. Wo konnte ich denn jetzt hier bitte Magnetkarten benutzen? Aha, okay, alles klar. Was? I need to figure out what sequence to place the card. Okay, wir haben Sonne. Was haben wir denn? Wir haben einen Hasen, wir haben einen Fuchs, wir haben... Laub? Natur, nennen wir mal Natur. Wir haben den Jäger. Und den Tod. Oder Gift mit der Schlange, vielleicht in Kombination mit Tod. Für den Schlüssel. So, warte mal. Ich guck mal, ob wir hier irgendwo irgendwas für diese Sequenz finden. Oder ob das jetzt tatsächlich nur... Haben wir das in irgendeinem Text jetzt gerade? Ein Text war sowas auch nicht drin, ne? So nach dem Motto, der Jäger geht raus in den Wald, schießt den Hasen, während der Fuchs kommt... Um ins Gebüsch zu pinkeln oder so. Kann ja sein. Hm.
haben in den Ecken vielleicht. Okay, dann ruhig mal. So. Okay. Thank you for playing the demo. Oh, okay, alles klar. Also die war auf jeden Fall krass. Die war auf jeden Fall krass. Leute, wenn ihr wollt, dass wir das Fullgame spielen und ich hab richtig Bock, ja, ob ihr das wollt oder nicht, wir trotzdem übrigens unser Kanal. Nein, wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es bitte in die Kommentare und hey, lasst ein Abo da. Helft uns ein bisschen zu wachsen, würde uns wirklich sehr freuen und wir sehen uns dann zum nächsten Besuch in Pripyat wieder. Bis dann, los wieder an, ja.